Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Red Dead Redemption 2 Guide. Jeder von euch hatte wahrscheinlich schon mal ein Zufallsereignis, wo er jemandem geholfen hat und im Nachhinein einen Tipp bekommen hat. Eines dieser Tipps ist die Mission von Catfish Jackson. Dieser Mann soll angeblich jede Menge Geld horten. Ihr fragt euch bestimmt, wo genau seine Hütte ist. Das werde ich euch jetzt zeigen. Um zum Anwesen von Catfish Jackson zu kommen, müsst ihr euch südlich von Rhodes begeben. Seid ihr hier angekommen, seht ihr auch schon ein alleinstehendes Haus. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ihr kommt tagsüber und trifft den Herr Jackson draußen betrunken am Strand und sein Sohn wartet im Haus. Oder ihr begibt euch abends dahin und trifft den Herr Jackson mit seinem Sohn im Haus. Im Prinzip gibt es hier drei Stellen, wo was zu holen ist. Die erste Stelle ist draußen neben dem Haus eine Truhe. Die zweite Stelle ist im Zimmer des Sohnes auf seinem Schreibtisch, da liegen zwei Zigarettenbilder. Und die dritte Stelle ist im Wohnzimmer im Kamin. Den müsst ihr nur einmal untersuchen. Jetzt zeige ich euch nochmal den kompletten Clip ungeschnitten, wie ich vorgegangen bin. Hiermit verabschiede ich mich auch schon mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch mein Video weitergeholfen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Keep Gaming. Haut da rein. Design. Get on out of here. Get on out, you hear me? I said get Whoa the hell there, out of here. Partner, just I'll take it easy. Again. Get the hell out of my house. Now! Just hold still. Kill me! Take whatever you want, just leave! Tell me where you keep the money or I swear I'll kill you right there. The chimney! It's in the chimney, just please don't hurt me! Let me go right now. This is very kind of you.
do this. Low down thief. Oh, leave me one of them at least. No, come on. My ma gave that card to me. Just leave them be.